Unter den Talaren steckt der Muff von 1000 Jahren, so war es ja. Ja. Und da hat man versucht, eben auszubrechen. Ja. Es gab dann diese Aufklärungswelle, Helga zum Beispiel. Ja. Das war ja, da ist alle hingerannt. Ja. Oswald Kolle, ja. Das war so, das war Aufklärung. Ja. In vielen gesellschaftlichen Dingen hat sich das bewegt. Also, ich glaube, das ist schon noch spürbar, dass wir davon, von den 68ern profitieren. Das ist politisch sehr uninteressiert, habe ich kaum mitgekriegt. Wenn ich dann im Radio gehört habe, in Berlin Revolte und Schlägereien und fand ich es eher schlimm, eher beunruhigend. Also ich habe damals noch nicht so kapiert, wofür die Studenten eigentlich gekämpft haben. Dann ist mir noch was aufgefallen. Ich habe mir überlegt, warum ich eigentlich als Student in den 68ern nicht so politisch aktiv war. Wenn ich das jetzt lese, was auf dem Flugblättern steht, das ist eine ungeheuer verquaste Sprache. Und das muss mir damals schon sowas von unzugänglich gewesen sein. Veränderung in den 60er Jahren war die Pille. Riesige Veränderung. So, das ist für mich, muss ich sagen, so rein persönlich auch, denke ich, das war das, was sehr Wesentliches. Also ich denke schon, dass die freiere Sexualität tatsächlich etwas ist, was nach der Liberalisierung in weitem Maße, glaube ich schon auch, also dass es mit Musik angefangen hat, das wird einem gar nicht so, oder ist mir vorher so nicht bewusst gewesen. Aber hier in der Zusammenstellung merkt man das noch nicht schon auch, dass da so ein Protestpotenzial da war über Musik, die sich dann auch im politischen Rahmen ausgedehnt hat. Und dass man, was in der Schule sich dann ja auch ausgewirkt hat, dass man den Mut hatte, eine andere Meinung zu vertreten als die Erwachsenen. Dass man nicht mehr gekuscht hat und nicht mehr gesagt hat, das ist alles richtig, sondern man sagt halt, was man denkt. Ich habe schon sehr gerne Rock'n'Roll gehört, das kam noch aus meiner Schülerzeit. Also da habe ich das erlebt in Köln, dass man Rock'n'Roll also ganz toll fand. Zu Hause durfte ich es überhaupt nicht hören. Die Information über Wehrdienstvermeidung war an die Schule verboten. Und dann hat man das dann außerhalb der Schule verlegt und da war der Ansturm natürlich groß, weil es verboten war und weil es interessant war, dass man so